Und geschossen! Legen Sie die Waffe! Und das betrifft natürlich auch den Täter, denn wir wissen, dass auch Täter Rechte haben und das bedeutet natürlich, dass wir auch hier medizinische Unterstützung und Hilfe dem Täter zukommen lassen müssen. Für den sogenannten Tourniquet angelegt, das hat sich in erster Linie starke Blutungen zu unterbrechen, um dann die Transportfähigkeit auch herzustellen und das Überleben der jeweils Verletzten mitzusichern. Sicherung spielt dabei immer eine große Rolle, weil niemand genau weiß, ob möglicherweise noch ein zweiter Täter vor Ort ist. Zur Polizeidienststelle verbracht zu werden und dort weiterhin ärztlich untersucht werden kann, beziehungsweise dann auch zur Tat befragen und entsprechend die nötigen Maßnahmen der Strafe. So, der Hund eilt, beißt ein und natürlich darf der Hund in dieser Situation auch nicht loslassen und wenn, dann darf er nachfassen. Im Ernstfall würde der Hund in den Unterarm beißen, das tut natürlich richtig weh, aber das hier ist eine Übung mit einem Beißarm. Das heißt, der Schutzdiensthelfer ist geschützt, der kriegt und verweist jetzt die Schusswaffe als solches. Wir sehen jetzt hier vorne an diesem Feuerwehrauto für eine rote Decke. Das ist ein Lasterkühlung, das brauchen, um das Auto auseinanderzunehmen. Wir haben also mehrere Instrumente dabei, das wir auch gleich zum Einsatz kommen. Das erste ist das sogenannte Glasmanagement. Die zinken Scheiben sind hier und das war auch so geschmuckt, manche sind gleich kaputt. Ja, guck mal, da hinten und jetzt versuchen wir mit so einer Sinken zusammen, die Frontscheibe rauszunehmen, damit wir diese auch rauskommen, dann bevorzugen wir uns zu dieser Person. Im Hintergrund sehen Sie, dass im Weiterhofen hier schon weitere vorbereitete Maßnahmen gibt. Und auch ganz jetzt, das kommt natürlich auch ein bisschen Staub ins Spiel, deswegen habe ich hier auch ein bisschen Unschutz auf. Alles läuft momentan, Akku beziehen und Kraftart unbekündet, stärkste Materialien zu schneiden und entsprechend öffnen. Ein weiterer Hinweis nochmal aus Sichtung der ersten Hilfe. Denken Sie bitte auch dran, wenn Sie in so einer Situation sind. Man sieht es jetzt, das ist eine Segelschläge, die also vorhat, das Ziel hat, den Räumen zu durchsegeln. Deswegen ist es nicht gut. Und ich fragte nach dem Führerschein deswegen, weil die Mehrzahl natürlich einen Führerschein hat
Und ich kann nur sagen, jeder von Ihnen hat ja schon mal eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert, auch wenn es eine Weile her ist. Vielleicht ist das eine oder andere mal angebracht, auch für mich das zu machen. Denn Sie sind ja diejenigen, die als erstes am Anfang eintreffen und die erste Chance haben, den Menschen dort eventuell das Leben zu retten, indem Sie die genutzten Maßnahmen einleiten, wie beschrieben, und natürlich auch am Anfang relativ schnell den Notruf absetzen. Und wie erwähnt, ist es in Deutschland so, dass wenn Sie die 110 anrufen und natürlich die 110, dass die Kollegen miteinander reden können. Und das ist so, jetzt sehen wir was. Das Kabel ist hergestellt, alle Herzen für den Kabel starren jetzt ein bisschen höher. Ich mahne nochmal davor, das nicht nachzuahmen, das Fahrzeug ist tatsächlich danach nicht mehr einsatzfähig. Jetzt ist das Ziel, die Person soll eben nicht eigenständig aussteigen. Hier, klar, wir haben hier einen Dummy reingesetzt, also keine echte Person. Wir werden aber das so simulieren, wie es auch in der Realität ist. Dieses gelbe Brett, was Sie dort sehen, das ist ein sogenanntes Rettungsboard. Das hat den Vorteil, dass Sie dort die Person entsprechend festschneiden können. Und vor allem wichtig ist, sie braucht bei dieser Aktion eben nicht weiter bewegt zu werden, sondern wir schieben dieses Brett jetzt hinter diesen Rücken. Und dann haben wir die Möglichkeit, die Person entsprechend da drauf zu ziehen, sodass zum Beispiel bei einer Wirbelsäulenverletzung es nicht dort dazu kommt, eine weitere Verletzung herbeizuführen. Und wir sehen jetzt auch hier, die Kollegen durch den Rettungsdienst sind schon dementsprechend vor Ort. Wir haben dort die Krankentrage dabei. Und jetzt ist erstmal Ziel erreicht. Wir haben die Person erstmal ohne weitere Verletzung aus dem Wrack geborgen, beziehungsweise jetzt gerettet. Und jetzt wird es auf der Krankentrage verladen. Und jetzt ist genau der Punkt gekommen, wo der Einsatzleiter gleich nochmal zu den Kollegen zur Polizei geht und sagt, so, Einsatzstelle gesichert. Jetzt würden wir die Übergabegespräche führen. Sie sehen das hier vorne. Der Einsatzleiter der Feuerwehr und der Polizei treffen jetzt die gemeinsame Absprache. Jetzt ist genau der Punkt gekommen, um die Einsatzstelle zu übergeben an die Kollegen der Polizei.